Heute basteln wir ein Hundespielzeug aus alten Socken. Dafür benötigst du 4 bis 6 alte Socken, eine Stoffschere und einen separaten Stoffstreifen. Falte eine Socke und stopfe die gefaltete Socke in eine andere und ziehe alle anderen Socken darüber. Am einfachsten ist es, wenn du deine Hand als Hilfe nimmst und alle anderen Socken darüber stülpst. Forme nun den Kopf der Krake und binde ihn fest mit dem Stoffband zu. Arbeite dich nun Schicht für Schicht vor und schneide jede Socke in 2 cm dicke Streifen. Du kannst dafür eine normale Küchenschere verwenden oder aber, wie ich es hier benutze, eine professionelle Schneiderschere. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass du leichter durch den Stoff kommst und ja, damit auch weniger Kraft aufbringen musst. Flechte nun aus jeweils 3 bis 4 Streifen Zöpfe und knote jeweils die Enden zusammen und wiederhole diesen Schritt so lange, bis du alle Streifen verarbeitet hast. Optional kannst du mit Nähgarn auch noch ein Gesicht mit einnähen. Ansonsten bist du fertig mit dem Upcycling-Projekt. Du bist deine alten Socken los und dein Hund kann sich über ein neues Spielzeug freuen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du noch weitere Beschäftigungsideen möchtest, dann schau einfach auf unserem Blog javaminidoodle.de vorbei. Mach's gut!